Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Vlog. Es ist leider schon wieder dunkel, beziehungsweise wird wieder dunkel. Aber ich will noch mal irgendwas tun. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und wie ihr seht, habe ich den 2D eben rausgeholt und den Striegelhänger gebaut. Den IEC muss ich dann noch eben holen, weil die Presse davor stand. Deswegen musste die auch noch mal eben raus. Ja, im Moment ist leider wieder ein bisschen schlechter mit Videos, weil ich auf Arbeit viel zu tun habe, mache mir viele Überstunden. Deswegen, ja, es kommt wahrscheinlich jetzt erstmal nur noch wieder ein Video die Woche. Und ja, wieder ein bisschen was im Dunkeln. Aber naja, Hauptsache, es kommt was, denke ich. Ich pumpe nochmal eben die Reifen auf. Der eine ist nämlich platt. Und dann soll es schnell losgehen zum Grünland striegeln. Das ist im Grünland der erste Einsatz für den Striegel. Den hatte ich ja letztes Jahr neu gekriegt, beziehungsweise neu Gebrauch geholt. Und da will ich mal gucken, wie der seine Arbeit so im Grünland macht. Einmal bei den Kartoffeln hatte ich den ja schon. Da ging das eigentlich recht gut. Ein paar Zinken muss ich irgendwann nochmal austauschen. Und da habe ich jetzt leider keine Zeit mehr für einmal Grünland überstriegeln, reicht das auf jeden Fall noch. Und eigentlich wollte ich ja noch ein Nachsackgerät vorne haben, beziehungsweise so einen Schneckenkornstreuer, den wollte ich eigentlich vorne rein haben, da wo jetzt das Gewicht drin ist, aber ist leider auch nichts von geworden, ich habe noch keinen gekriegt. Auf eBay hatte ich ein, zwei gesehen, aber ja, irgendwie ist da nichts von geworden. Den einen wollte ich eigentlich gerne haben, aber der hat der Anbieter nicht zurückgeschrieben, aber das verstehe ich auch nicht. Ne? Wenn ich irgendwie eine eBay-Anzeige drin habe und das will einer haben, warum schreibt man den nicht zurück? Naja. Aber dann nicht. Falls einer von euch sowas nochmal irgendwie liegen hat und loswerden will, kann er nochmal eine E-Mail vielleicht schreiben. Sowas suche ich noch. Dann wollte ich das eigentlich vorne, wie gesagt, reinhängen. Und ja, dann kann man das immer umbauen oder vielleicht auf den Striegel mit raufbauen, dass er dann gleich zum Nachsehen ist. Aber dann so, dass man den vom Striegel wieder abbauen kann. Dass man dann zur Not halt im Getreide, wenn man irgendwie mal was hat, Schneckenkorn streuen kann oder ja, was weiß ich, irgendwie was anderes, Zwischenfrucht oder so, dann auf den Grubber mit draufbauen. Aber, ja, irgendwie so. Ich schmier jetzt eben ab, oder ist er schon abgeschmiert? Ne, den hatten wir abgeschmiert, als wir den gekriegt haben, genau. Dann nur noch Luft aufpumpen, dann jage ich mal eben schnell los. Ich hoffe, man kann gleich noch was sehen, deswegen beeile ich mich mal eben. Projekt, wenn der Anhänger fertig ist, da geht es bald weiter, ja. Sollte eigentlich der Striegel sein, hat mir so gedacht. Das ist eigentlich auch nicht zu schwer. Da muss man ja, wenn dann eigentlich nur lackieren, ein paar Zinken austauschen, die habe ich schon liegen. Und sonst ist ja nicht viel Hydraulik, ist gut. Ja, den Schlauch kann man vielleicht neu machen, aber sonst ist ja nicht viel dran. Ja, das Ding ist auch nochmal einmal noch wieder schier. Der stand jetzt, ja, keine Ahnung wie viel, aber bestimmt 10 Jahre oder so im Busch, da habe ich den weggeholt. Aber hat für seinen Dienst eigentlich ganz gut. Leckt kein Öl und gar nichts. Also warum soll der dann vermodern? Dann kann man ihn lieber noch wieder einsetzen und fertig machen. Na super, jetzt sieht man glaube ich gar nichts, weil meine Taschenlampe an der GoPro auch leer ist. Und ich gehe mal eben zum Licht. Also ich höre jetzt nochmal eben auf mit Striegeln. Ich bin zweimal rumgefahren, aber das hat so keinen Zweck. Da fehlt wieder das Licht am Fend. Und so hat das auch keinen Zweck, denke ich. Ich will ja auch sehen, was ich da hinten mache. Einfach nur rüberfahren und hoffen, dass da ein bisschen was rausruschelt. Dann, oder dass ich höre, dass da was ruschelt. Das ist ja auch nicht so der Sinn. So sieht man hier ein bisschen besser. Ich will ja schon sehen, dass da irgendwie was passiert. Und vor allen Dingen, ja, wie das dann aussieht. Und alle zwei Runden mal eben aussteigen und mit der Taschenlampe da nachgucken, ist auch blöd. Deswegen warte ich noch und dann mache ich das hoffentlich morgen nach Arbeit. Ich hoffe nicht, dass es so doll regnen soll. Ist ein bisschen was angesagt, aber ich hoffe mal, dass es wieder weggeht. Für heute waren ja auch Regen angesagt, ist auch nicht gekommen. Die nächsten Tage waren nämlich auch immer so extrem viel Regen angesagt. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich schon mal das Striegeln fertig haben, damit das nicht alles unter Wasser steht und ich wieder nicht fahren kann. Deswegen wollte ich jetzt gerne schon mal anfangen. Ja, dann mache ich gleich Feierabend. Davor muss ich noch mal eben ein paar Mal Kartoffeln abpacken. Aber ich denke mal, das filme ich nicht, das hatten wir schon öfters. Falls ihr das dann auch wieder gerne sehen wollt, müsst ihr mal eben in die Kommentare schreiben, dann filme ich das irgendwann nochmal. Gut, das hätten wir auch, wie gesagt. Sortieren habe ich jetzt nicht gezeigt, das kennt ihr wahrscheinlich. Ich habe jetzt zwei, drei Säcke mehr eben abgepackt, damit ihr es morgen nicht machen muss. Wenn aber hier raus sind, dann habe ich ein bisschen Vorrat. Wir können nochmal eben schnell in die Kiste gucken. Die leert sich langsam. Hier ist halt ein bisschen Heu noch drauf, weil ich das da drauf hatte, die kleinen Bunden, damit das nicht die Kälte da reinzieht.
Ja, ist jetzt vielleicht noch etwas über ein Viertel voll. Ich muss mal gucken. Ich denke mal, dass wir vielleicht, wenn wir Zeit haben, alle mal eben am Wochenende oder so einen Großkampftag machen, dann die ganze Kiste leer sortieren, dass sie endlich mal wieder zu Sven hinkommt. Und dann kann der ganze Bums hier auch abgebaut werden. Dann hat man hier auch mal wieder Platz auf der Diele. Genau, und dann kommen die abgepackten halt alle schön in den Keller. Und der Keller, da sind ja noch ein paar drin, der wird jetzt sowieso geräumt. Die sollen jetzt ja schon bald gepflanzt werden, die kleinen, die da drin sind, genau. Ach ja, Drillinge muss ich gleich nochmal vielleicht abpacken. Ein paar wollte ich jetzt wieder in den Hofland stellen. Jetzt die letzte Zeit hatte ich ja gar keine drin. Aber ja, ich habe jetzt da eigentlich noch relativ viele über. Mal wieder nicht, warte, ich hole mal ein paar raus. Die sind ja eigentlich ganz schön, dass man die auch mal eben mitkochen kann. So kleine Drillinge. Deswegen denke ich mal, ich packe die wieder in Kilobeutel ab oder 1,5 Kilo, muss ich mal gucken. Und dann kommen die eben wieder mit in Hofladen. Also falls ihr welche haben wollt, könnt ihr dann wieder welche bei mir kaufen. 2 Tage später, immer noch im Dunkeln. Ja, ich bin leider noch nicht viel weiter gekommen mit allem, was ich machen wollte, weil, wie gesagt, Überstunden. Gestern war ich um 8:15, glaube ich. Ja, 7:45 war ich hier, hatte ich Feierabend. Und jetzt ist es 7:15, also auch nicht viel besser. Immer noch dunkel, oder was ist immer noch? Ist deswegen ja dunkel und Striegel habe ich nicht fertig gekriegt, beziehungsweise nicht mal mehr angefangen. Ja, und jetzt fängt es leider auch schon an zu regnen. Ich muss mal gucken, wie viel da runterkommt. Ja, Wochenende ist eigentlich auch schon relativ vollgepackt. Mal gucken. Wir gucken gleich mal eben in der Halle, aber erst machen wir so weiter, wie wir eben in der Sequenz vorher, glaube ich, aufgehört haben, Kartoffeln nachstellen. Achso, sieht man das? Hier sind so ein paar schlechte bei, die sortiere ich eben raus und die nehmen wir für uns in der Küche, dafür sind die noch gut genug und die kommen ins Kartoffelhaus. Und dann sehen wir uns gleich mal eben beim 6:11 in der Halle wieder. Und zwar, ich hoffe, man kann jetzt besser was sehen. Ja, Licht geht einigermaßen. Der kleine 6:11 hat ja einen Platten. Wer es nicht gesehen hat, im letzten Farmvlog beim Güllefahren, da war die Reifenregeldruckanlage ein bisschen zu scharf eingestellt. Da lag der Reifen unten auf. Aber ich habe ja gesagt, dass ich dachte, dass das nur der Schlauch ist, der kaputt ist, weil das aus dem Ventil rauskam an der Ecke. Ist es aber leider nicht. Anscheinend ist da kein Schlauch drin. Also ist ja sowieso tubeless, aber da steht auf meinem IRC auch drauf und da sind auch Schläuche drin. Wo war ich? Also, das kommt auch hier an der Seite raus, leider. Genau den Riss werde ich wahrscheinlich jetzt nicht finden, aber man sieht hier, überall sind hier so Stellen. Hier, so, das ist auch quasi so eine Stelle, die kannst du richtig aufklappen und da kommt die Luft raus. Und meine Theorie ist jetzt, ich weiß es ja nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass er jetzt mal richtig Stützlast gekriegt hat und ja, dadurch diese Risse dann noch breiter geworden sind und dann aufgegangen sind. Der lief ja sonst vorher nur vom Mischwagen, da kann ja nicht ganz viel Stützlast dann gewesen sein, wenn du, 2 Tonnen oder so im Mischer hast, dann hast du ja nur so ein paar 100 Kilo Stützlast. Und jetzt von dem Fass, ich glaube, da kam schon ein bisschen mehr und dann natürlich auch ein bisschen höhere Geschwindigkeit. Gut, das ist natürlich dann gerade passiert, als ich vom Hof gefahren bin, also das war nicht in voller Fahrt. Keine Ahnung, kann man jetzt spekulieren, woran es gelegen hat. Das macht den Reifen aber auch nicht mehr heile. Und die waren jetzt sowieso rissig. Also wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass sie neu müssen. Allerdings noch nicht so schnell, aber das ist jetzt halt so. Neue Reifen, beziehungsweise neue gebrauchte Reifen habe ich auch schon. Noch nicht hier stehen, die muss ich noch abholen. Aber ja, habe ich. Und die sollen dann auch ein bisschen höher werden. Also da sind jetzt ja, was waren das? 16 Punkt irgendwas, keine Ahnung, jedenfalls in der neuen, in den neuen Maßen 520, 70, 38. Und ich möchte da jetzt drauf haben 520, also die Breite bleibt, aber ein bisschen höher. 520, 85, 38, genau. Die werde ich, denke ich, mal am Wochenende abholen und dann hier mit draufziehen. Haben auch nicht mehr ganz viel Profil, aber das ist für mich eigentlich egal. Die sind nicht rissig, die sind auch nicht so alt, die Reifen, nur halt relativ abgefahren. Für Grünland und so reicht das. Wie gesagt, TÜV hat er auch noch. Mal gucken, wenn ich dann in 2 Jahren neue Reifen brauche oder so. Vielleicht kommt er damit über den TÜV. Ich meine, so ist er auch über den TÜV gekommen. Dann hole ich mir dann in 2 Jahren nochmal neue Reifen. Aber ja, die ich jetzt kriege, die sind wirklich sehr, sehr günstig. Die werden auch in Naturalien bezahlt. oh Mann. Ich will so viel sagen, aber ich bin schon irgendwie Matsch im Hirn. Bei mir ist gar nichts mehr los gerade. Das war das.
Und dann muss ihr, die ERC sagt schon, der Fan auf jeden Fall jetzt langsam wieder einsatzbereit werden, weil es soll ja auch losgehen. Achso, genau, das Wetter wollte ich noch eben sagen. Deswegen wollte ich eigentlich so gerne striegeln. So, ich kann hier mal eben den Wetterbericht zeigen. Also heute 0,6 mm, das wird ja vielleicht noch gehen. Deswegen hätte ich heute gerne gestriegelt. So, danach, wenn das alles so kommt, knapp 19 mm dann, dann nochmal 4, dann nochmal 8 mm, dann nochmal 3, dann nochmal 6. Ja, dann brauchst du die Woche auf jeden Fall nicht aus Grönland. Das kannst du dir abhaken, die Woche danach wahrscheinlich auch nicht. Deswegen wollte ich das striegeln. Oh, das wollte ich nicht. Wollte ich eigentlich gerne fertig haben. Ja, ich weiß, es ist noch relativ früh im Jahr und man kann immer noch striegeln und so. Ich meine, wir haben Mitte März, noch nicht mal Mitte März. Da ist noch Zeit. Aber eigentlich hätte ich das sonst gerne mit fertig gehabt. Aber naja, okay. Achso, manche haben ja noch gesagt, beim Rasenmäher, da sollte ich gerne filmen. Also die Teile sind jetzt da. Ich muss mal gucken, wenn wir dabei gehen. Aber ja, sonst lasse ich die Kamera da vielleicht mal eben laufen, wenn das irgendwie passt. Okay. Ja, ich guck mal. Ja, schneiden macht wahrscheinlich jetzt auch noch keinen Sinn. Ich habe noch so gut wie kein Material, aber ich guck mal, ihr werdet's gewahr. Ach so, nochmal eben schnell, wer sich fragt, warum der Reifen ist doch gar nicht platt. Der steht gerade auf dem Wagenheber, sieht man nicht. Und wir haben den Reifen dann eben schnell aufgepumpt und den Tränk hier schnell reingefahren. Aber das wurde dann auch Zeit, da wurde es dann schon wieder weniger mit der Luft. Also da kommt wirklich ganz schön was raus, da unten an der Flanke. Das war zuerst gar nicht so toll, aber ich denke mal, der hat vielleicht auch noch einen Standschaden jetzt gekriegt, als er ganz auf der Seite lag von der Felge, dass sie vielleicht auch nochmal den Schlitz größer gedrückt hat. Also da ist jetzt gar nichts mehr mit los. Ja. Das nur mal eben so. Freitagabend, diesmal etwas früher von Arbeit. Man sieht, es ist noch hell. Ja, theoretisch hätte ich jetzt schön striegeln können, aber man sieht schon, oder vielleicht sieht man es gerade so, es hat geregnet. Und ich glaube gar nicht mal so wenig. Ich laufe mal eben schnell zum Regenmesser, wie voll der ist. Also, ja, ich denke mal, jetzt die nächsten 5 bis 10 Tage brauchst du da nicht mehr rauf aufs Grünland. Da schwimmt, meine ich, nur noch alles. Oh. Bratan mit der Frau wieder. Mal einen kleinen Ausflug. Oh, hier ist weich. Ich hoffe, der Messbecher ist noch heile. Ich wollte letztes Mal reingucken, da hat es ein bisschen geschneit und geregnet. Da war nichts drin. Ich wusste auch nicht, ob der unten kaputt gefroren ist. Ja, der ist leerig. Ja, den hat es zerstört leider beim Frost. Verdammt, brauche ich einen neuen. Aber, also gestern Morgen hatten wir schon 20 Liter und ich hoffe, ich denke mal, das waren jetzt auch nochmal bestimmt 25, vielleicht auch 30, also ich denke mal 50 Liter haben wir gekriegt die letzten 2 bis 3 Tage. Man sieht ja, es schwimmt wieder alles, also hier braucht man jetzt nicht mehr drauf, leider. Ja, aber ist ja vielleicht auch ein kleines Versuchsfeld jetzt mal. 2 Bahnen hatte ich da jetzt gestriegelt, als ich den Striegel ausprobieren wollte. Dann habe ich aufgehört, weil es zu dunkel war und ich den nicht richtig einstellen konnte. Vielleicht sieht man ja, ob da was anderes ist in der Entwicklung dann oder so, wo das gestriegelt ist, beziehungsweise dann zum Nicht-Gestriegeln. Ja, mal schauen, werden wir gewahr. Ja, Hühner lasse ich gleich noch eben rein. Und dann mache ich heute, glaube ich, ach doch, Christoph und ich wollen die Reifen eigentlich vom 611 noch eben abbauen, weil wir morgen eben losfahren wollen und die anderen holen. Ich kann es dir nicht versprechen, aber ich versuche mal während der Fahrt einen Livestream zu machen. Dann ja, hole ich vielleicht die letzten Videos auf, die ich jetzt verpasst habe. Wie gesagt, ich hätte gerne was gedreht und so, aber wenn nichts zu tun ist, ja, irgendwie was aus Rippen schneiden will ich mir auch. Nur labern ist auch langweilig. Ja. Na, hier sieht man nochmal eben die 2 Bahnen, wo ich gestriegelt habe. Und da ist ja nicht gestriegelt. Mal gucken, wie sich das verhält und entwickelt. Gucken wir. Gut. Ansonsten, ja, muss ich eigentlich irgendwann, wenn ich das mal schaffe, irgendwann irgendwie den Anhänger nochmal wegfahren, den Anhänger leer machen, Holz machen, Steine kaputt kloppen, weil der Maurer, oh scheiße, ich muss da noch ein Gestell, Dings, wer ist das noch? Gerüst aufbauen, der Maurer will eigentlich, ich glaube, Montag anfangen und weitermachen. Oh, wie soll ich das denn noch machen? Irgendwie muss ich das noch hinkriegen, dass hier ein Gerüst hinkommt, dann will er das eben noch aufmauern. Ja, und ich denke mal da oben auch noch eben. Ja, naja, irgendwas ist immer. Naja, aber ich will es nicht zu langweilig werden lassen. Ich weiß, es ist ein kurzer Vlog, glaube ich, aber lassen wir dann eben so. Reifen wechseln und so kommt der nächste Vlog. Dann schneide ich das jetzt eben alles zusammen und gut ist. Und vielleicht morgen ja ein Livestream. Gut. Besten Dank dann fürs Zusehen, für diesen kurzen Vlog. Und
Ja, guck gerne auf Instagram vorbei, kuxland-agrarvideos und dann hoffentlich bis morgen und bis zum nächsten Video. Ciao. So mach ich das. Und wir gehen mal eben rein, ne? Komm her. Komm her. Put, put, put. Bratan. Bratan. Komm her hier. Komm, geh mit Frauchen da rein. So ist fein. Weiter. Bitte. Go hin hier. Meister. Komm mal, die macht das richtig. Ach, du bist so ein Tüffel.